Es geht jetzt darum, dass man Eve am Anfang ungefähr so, wie es hier aussieht, geliefert kriegt. Das heißt, ihr habt ein Raumschiff irgendwo im All. Ich bewege mich mal, weil stehen bleiben ist dumm. Ihr kriegt die Startermission, ihr fliegt die Startermission und es ist alles fein und schön und toll. Jetzt gibt es aber in Eve drei Probleme. Das erste ist, diese Standardübersicht hier für mich persönlich Grütze. Also sie ist gut, wenn man entspannt im Highsec rumfliegen möchte, man muss sich aber eine eigene suchen. Diese eigene Übersichten gibt es ein paar Hersteller dafür, die Übersichten produzieren. Den bekanntesten Deutschen, das ist der Kollege Bakor, den kennt man vielleicht noch. Ich packe mal einen Link in den Chat. Der produziert Custom-Übersichten. Man kann die sich jederzeit holen. Das ist relativ simpel. Es gibt hier das fröhliche Plus, hier unten links. Einmal drauf. Und dann heißt der Channel Barkor, Barkkor. Da kommt ihr rein, ein Chat-Channel. Und in diesem Chat-Channel bekommt ihr Informationen zur Übersicht. Es gibt dazu YouTube-Videos, es gibt dazu Infos und sie wird relativ häufig upgedatet. Das heißt, sie ist immer up to date, was wichtig ist für eine Übersicht. Weil die Übersicht ist sozusagen euer Auge, eure Sichtweite in EVE Online. Wir aktivieren einmal hier die Barkhorse Overview Settings. Load Profile, dann fragt ihr euch, wollt ihr eure alte wirklich zerschießen? Jawohl, wollen wir. Und plötzlich ist alles bunt und schön. So. Man kann hier die Reiter noch ein bisschen verschieben. Das heißt, wir machen den Tag, das ist nur eine Zahl, die da rein muss, so eine kleine Nummerierung, die machen wir klein, Distanz schieben wir auch ein bisschen hin, weiter. Allianz kann ein bisschen kleiner machen, Name kann ein bisschen kleiner machen, Velocity kann ein bisschen kleiner machen und dann schiebt man das wieder hin, hat man eine Übersicht. So, lasst hinten ein bisschen Platz, packt das ganz an die Wand, fertig, erledigt, Übersicht. Ups. Shortcuts. Hier sind verschiedenste Sachen von Travel, wie man reisen kann, über NPC schießen, Drohnen schießen und so weiter und so fort. Das einzig Wichtige an Custom-Übersichten ist immer, dass sie einen PvP-Reiter haben, in dem ihr keine eigenen Leute seht. Das heißt, wenn jetzt hier ein eigenes Schiff neben mir stehen würde, ein Befreundeter, würde ich ihn nicht sehen. Warum ist das wichtig? Damit ihr in Flotten nicht versehentlich auf eigene Leute feuert. Das wäre dumm. Ja. Und dann haben die alles Mögliche. In der Regel haben die meisten Übersichten hinten so einen Mystic-Tab, wo jetzt gerade, die sieht es hier oben in der Klammer, Mining geladen ist. Man kann mit Rechtsklick, aber da auch verschiedenste Übersichts-Setups reinladen. Ja, zum Beispiel PI, ich nehme an, da sehe ich Custom Offices, jawohl. Hier Zollbüros an den Planeten, wo ich hinwarpen kann und mir mein Zeug für den Planeten holen kann. Ich habe hier Industry Mining und so weiter und so fort. Wichtig, dass sie eingestellt ist, dass ihr auch seht, was los ist. Wenn ihr die weiter anpassen wollt, immer hier oben dieses kleine Viereck-Ding da, ist, sind die Einstellungen, auf die Einstellungen, Overview Settings. Und dort habt ihr die Reiter. Dort habt ihr, was in dem aktuellen Reiter angezeigt wird. Das ist immer der ausgewählte gerade. Und zwar das Setup. Hier oben steht das Setup und da hinten dran auch. Kann man sich jetzt angucken, kann man auch schauen, was hier eingeblendet wird. Also immer eingeblendet, nicht eingeblendet oder einfach standardmäßig da ist. Also der Unterschied zwischen standardmäßig sichtbar und immer sichtbar ist, dass immer sichtbar nicht rausgefiltert werden kann, egal was für einen Status er hat. Da sieht man jetzt zum Beispiel PvP, sind Piloten mit guten Standings gefiltert. Es sind Allianz-Piloten gefiltert und die ganzen Flottengeschichten, also alles, was freundlich ist, rausgefiltert. Das ist bei Friend nicht so. Bei Friends werden die Elemente angezeigt. Dafür sind bei Friend die Feinde rausgefiltert. Oh, das ist interessant. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das heißt, bei Friends seht ihr nur Freunde und bei PvP seht ihr nur Feinde. Soweit Übersicht. Ich persönlich lade jetzt unsere eigene, weil ich mit der besser klarkomme.
Wir haben auch einen Channel dafür, für unsere Allianz-Leute, in dem sich auch Übersicht-Settings befinden. Ist im Grunde das gleiche nochmal. Der Unterschied ist, dass es hier halt Warp-Out gibt, also ein Flucht-Chat. Fight ist wieder PvP, also da sieht man keine Freunde. In inklusiv Blue sieht man Freund und Feind. Loot, Drohnen, PvE Mining, dasselbe nochmal. Wichtig, wie gesagt, ihr braucht eine Übersicht, mit der ihr klarkommt. Welche ihr nutzt? Mir lag's. Gut, das ist die Übersicht. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Scannern. Die Scanner finden sich hier unten. Hier neben dem Kapazitor. Es gibt einen Directional Scanner, einen Richtungsscanner. Der Richtungsscanner ist die Erweiterung der Übersicht ins All, also in euch rum, also eine Art Minimap. Man kann diese ganzen Scanner aus der Karte auslösen mit dieser letzten schönen weißen Viereck hier. Einmal draufdrücken, ihr habt das Fenster einzeln, könnt die Karte wieder schließen und habt einen Richtungsscanner. Ja, für mich ist es eine Erweiterung der Übersicht, deswegen kommt er hier unten hin. Kann jeder machen, wie er möchte. Wichtig ist hier auch, es gibt eine Filtermöglichkeit. Und je nachdem, was für eine Übersicht ihr habt, gibt es bei Barcore Chips und Probes. Und bei meiner eigenen den D-Scan Low. Für wenig Low, also wenig Sicht. Man sortiert das Ganze nach Distanz. Die nächste Distanz nach oben. Und sobald etwas im All ist, was nicht mehr sichtbar ist, eine Sekunde. Weg mit euch. Erscheint es mit Minus. Also ihr seht hier die Core Probes mit Minus drauf. Das heißt, ihr wisst genau, alles, was euch gefährlich werden kann, ist in der Regel mit Minus drauf, solange es nicht in der Übersicht sichtbar ist. Das heißt, ich weiß jetzt, hier scannt einer und muss vorsichtig sein. Richtungsscanner, übrigens Einstellung beiseite. Richtungsscanner-Einstellungen, volle Reichweite und voller Winkel, dass ihr immer um euch herum wie bei einem Radar seht, was los ist. Und ihr seht, ihr seid gerade. Combat-Scanner dazugekommen. Ich will ein bisschen hier die Spalten verschieben. Combat-Scanner, mit Combat-Scannern scannt man Schiffe aus. Das bedeutet, irgendjemand versucht gerade mich selbst, mich hier auszuscannen. Ja. Und wenn ich jetzt die Reichweite runternehme, sehe ich zum Beispiel, dass die Combat-Scanner zwar im All sind, aber nicht auf 5 AU, also nicht nah dran, sondern weit weg. Sind generell wieder eingezogen worden. Ich nehme ganz stark an, dass welches Schiff auch immer das war, mich schon fertig gescannt hat und jetzt irgendwo auftauchen wird. Gut. Soweit, so gut. Welche Übersicht ihr nehmt, egal. Das nächste Scannergerät nach dem Richtungsscanner ist der Probe-Scanner, der Sondenscan. Auch diesen, also man kann ihn in der Karte lassen, wenn man das möchte unbedingt. Man kann so scannen. Wer das bei mir in den Videos kennt, ich scanne in der Regel auf Fullscreen und habe den dafür ausgelöst und hier irgendwo hingebaut. Warum nehme ich Fullscreen? Wenn ich Fullscreen scanne, habe ich die normale Übersicht, also normale Overlay wie immer. Nur, dass ich kein Schiff sehe, sondern den Scanbereich. Finde ich persönlich besser. Ist zwar Geschmackssache, man kann natürlich auch das hier Floating machen und dann kann man das hier sich hier irgendwo hinbauen und dann sieht man auch ein bisschen das All. Ist für mich persönlich hinderlich. Ist aber Geschmackssache. Auch dieser Scanner kann gefiltert werden. In der Regel reichen hier Standardfilter. Das heißt, man hat Anomalien, das sind die schönen grünen Sachen, die man direkt anwerfen kann. Man hat Signaturen, das sind die Sachen, die man ausscannen kann. Und man hat andere Geschichten wie Deployables, also MTUs und Multi-Repos. Diese sind alle für Combat-Scanner, also die Kampfscanner, die auch gerade auf dem D-Scan waren. So ist das im Groben. Wenn ihr Combat scannt und sagt, ihr wollt nur Schiffe haben, macht halt nur Schiffe rein. Ihr könnt auch eigene Filter produzieren, wenn ihr wollt. Das läuft über Übersicht auch. Aufmachen.
Dementsprechend ist hier alles angezeigt, wenn man scannen könnte. Und man kann sich aussehen, was man haben will, gibt dem Kind einen Namen, gutes. Gut, Scanner, durch. Zoom. Wechsle hier ein bisschen die Richtung. Man nicht versehentlich auf mich drauf hoppen kann. Um die Karte zu öffnen, übrigens gibt es hier so einen lustigen kleinen Button. Rechts und links. Seht ihr, aber könnt ihr die Karte aufmachen, zu, wie ihr wollt. Gut. Chats. Nach den Übersichten kommen die Chats. Chats sind ja eure Freunde, wenn es um Gesprächsthemen geht, alles Mögliche. Wichtig bei Chats. Der Local Chat ist der Chat, der euch anzeigt, wer mit euch in einem Sternsystem ist. Vorführeffekt, Effekt, das funktioniert nicht im Wurmloch. Überall anders würde das gehen. Und wenn ich hier was hier im Wurmloch erscheine, ich erst, wenn ich was reinschreibe. Und dann bleibe ich ja auch eine Stunde drin, 45 Minuten bis eine Stunde, irgendwie in dem Zeitbereich, auch ohne, dass ich noch da bin. Also ich werde ja nicht im Chat weiterstehen. Also wer jetzt gerade mit mir im System ist, sieht meinen Namen im Local Chat. Und da stehe ich auch noch 45 Minuten, egal ob ich noch im Wurmloch bin oder nicht. Das ist ziemlich praktisch. Weil man schreibt in der Regel nicht im Local Chat rein im Wurmloch, weil man es lässt. Was aber wichtig ist dafür, deswegen habe ich es angemacht, man kann mit diesem kleinen Männchenhaufen hier die Mitgliederlisten einstellen. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Mitgliederliste mit Gesicht. Wenn ich die auf Kompakt stelle, habe ich nur noch Namen. Beim Local Chat habe ich sie immer auf Kompakt, weil da habe ich eine Liste von Namen und vorweg vielleicht noch ein farbiges Symbol, wenn er irgendeinen Status hat. Befreundet, in meiner Flotte und so weiter. Hier drin können Sie Schriftgröße noch einstellen, in einem kleinen Zahnrad und den Timestamp hinzufügen. Wahnsinnig wichtig, dass man weiß, wann geschrieben worden ist. In Korbchats und Co. habe ich in der Regel die Mitgliederliste mit Bildern. Also das ist hier die öffentliche Korb, keine Ahnung. Und was ich noch habe, ist in Flottenchats zum Beispiel habe ich die Mitgliederliste ganz aus. Da habe ich mehr Platz zum Schreiben. Gut. Ein paar Dinge mit den Einstellungen, die man so machen kann. Kein Drohnen an Bord, ne? Wir wuppen einmal auf Reichweite in so ein Custom Office. Dinge, die man einstellen kann, die praktisch sind. Nummer eins, man kann jedes Fenster verschieben, wohin man möchte. Das finde ich ganz gut, weil ich habe zum Beispiel die Übersicht ein bisschen länger und ich habe das hier unten. Weil dann kann ich hier meine ganzen Klicks da unten machen. Nummer zwei ist, das ist eine 11 Kilometer Orbit, 7,5 Gas geben. Ich will mich nicht lange aufhalten. Ich habe nur Sorge, ob es mir gleich einer auf den Kopf springt. Wenn ich jetzt aufgeschalten habe, erscheint hier unten so ein kleines Fadenkreuzding, dieses Teil hier. Das kann ich durch die Gegend schieben und damit dem Spiel sagen, wo ich meine Ziele haben möchte und auch, wie ich sie angeordnet haben möchte. Das heißt, jetzt gerade sind sie horizontal geordnet, das heißt, die Ziele werden hier der Reihe nach hoch erscheinen und dann nach drüben sich aufstapeln. Wenn man es andersrum drehen möchte, dass sie sich so rum stapeln, geht das auch. Nur so hat man mal gesehen, man kann dieses Zielding überall hinschieben, wo man möchte. Zum Beispiel hier runter. Kommen wir dahin. So. Verschoben. Ja, mit zwei weg. Gut. Das sind die Zielgeschichten. Man kann noch diese Teile hier nach oben bauen, wenn man es möchte. Mit ein paar Klicks. Hier gibt es noch viele Einstellungen. Man kann inaktive Module ausblenden. Display-Passiv-Moduls, das heißt, man sieht nur Dinge, die man klicken kann. Das sind alles so Geschichten, die Spaß machen. Hier sieht man die leeren Slots, welche ich nicht belegt habe. Stellt euch ein, wie ihr es haben wollt. Vor allem ist hier unten auch die Möglichkeit Enter Moving Mode für Messages. Damit könnt ihr diese Infos im All verschieben. Wenn ihr sagt zum Beispiel, die Warnungen hätte ich gerne in der Mitte. Und die DPS-Geschichten hier oben, kann man die ganzen Warnungen durch die Gegend schieben. Exit Move Mode, fertig.
Schiffsalarme sind hier unten auch einzustellen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt euer Schildalarm bei 90% haben, dann piept das Schild bei 90%. In der Tat macht es Sinn, den Kapazitor auf 30% zu lassen, weil der Kapazitor, wenn er unter 30% fällt, leer ist. Also nicht mehr schnell genug lädt. So, viele Infos, viele Infos und eine letzte bei der Fenstergeschichte habe ich noch, oder ein paar letzte, nämlich wirkliche Einstellungen. Wir bewegen uns noch mit Full Speed, jawohl, sehr gut. Und zwar Display und Graphic. Es lohnt sich, Eve in Fixed Window laufen zu lassen, dass man jederzeit rausscrollen kann und raustabben kann, wenn man es braucht. Ja, also man arbeitet sehr viel mit Drittanbieter-Tools, mit Webseiten, mit Zeug, deswegen, das lohnt sich. Ich gehe mal zwischendurch mal kurz auf meinem D-Scan. Was noch interessant ist vielleicht, ist, man kann beim Chat man kann bei General Settings automatisch Duelle ablehnen. Das ist Dueling hier. Der Haken lohnt sich, weil wenn ihr nicht wisst, wie Duelle funktionieren im HiSec und sie sind selten fair, könnt ihr damit im HiSec fair beschossen werden. Das heißt aber auch, wenn ihr einen schwarzen Bildschirm abdocken zum Beispiel habt und das Spiel gerade lädt und drückt versehentlich auf Enter und jemand hat euch zum Duell rausgefordert, nehmt ihr das Duell an und ihr könnt legal erschossen werden. Das ist sinnbefreit. Dueling mache ich immer aus, es sei denn, ich möchte gerade gezielt ein Duell mit einem Spieler eingehen und dann soll der andere das ausschalten. Man kann hier Dinge, die man noch einstellen sollte, ist Auto-Lock Target Back auf 0, dass ihr keine Ziele zurück einstellt, aufschaltet. Also das bedeutet, wenn euch jemand aufschalten würde, würdet ihr zurück aufschalten. Das heißt, ein NPC schießt auf euch und ihr schaltet den NPC automatisch auf. Das ist gut bei NPCs, vielleicht. Ist aber ein Riesenproblem im Flotten, weil eure Reparaturschiffe euch aufschalten und wenn ihr versehentlich euer Reparaturschiff beschießt, gibt es Ärger. Was noch interessant ist vielleicht, die Fenster in EVE Online sind ja so, ich mache hier mal schnell einen Punkt im All. Da ist er. Da ist der Punkt im All. Ne? Die Fenster sind so, ja, was dahinter ist, ist weg. Ihr habt zwar so einen gewissen Effekt, dass ihr durchgucken könnt, aber es ist alles verschwommen und dahinter wird euch nichts richtig angezeigt. Das kann man umstellen. Durch diese Transparenz, also diesen Window Blur, dieses, im Deutschen heißt es glaube ich Verweichzeichner, macht man aus, man stellt das hier auf so ungefähr 17, 18, 20, je nachdem. Und da haben wir plötzlich real transparente Fenster, man kann durchgucken. Ich persönlich habe es so eingestellt, weil ich dann mehr vom All sehe. Ich sehe, was hinter meiner Übersicht los ist. Ja. Auch hier, diese Fenster hier alle sind alle transparent jetzt komplett. Und wenn ich sie nicht transparent haben möchte, kann ich ja immer noch sagen, ich mache den hier raus, dieses Pinnen. Und dann sind sie nicht mehr transparent. Wäre ganz. So weit, so gut. Apropos Pin. Es gibt hier noch einen wirklich guten Haken in den Window-Einstellungen, also Fenstereinstellungen. Der heißt Lock Window when pinned, also wirklich Fenster wirklich sichern, wenn gepinnt. Warum ist es interessant? Wir machen das mal normale Einstellung ist, ich pinne ein Fenster an, ne? Das heißt, ich will es da haben und dann kann ich es trotzdem durch die Gegend schieben. Ich kann es trotzdem verändern. Ja? Ich kann sogar trotzdem versehentlich da irgendwas reinschieben, übereinander schieben. Ups, weg ist mein Local, verstellt ist mein Probe Scanner, richtig blöde. Das heißt, ich muss alles wieder neu einstellen, weil sich der automatisch auf den einer Fenster einstellt. Wenn ich jetzt dahin gehe und den Haken reinmache bei Lock Window when pinned, dann kann ich die bewegen, wenn sie frei sind und wenn sie fest sind, sie wirklich fest. Ich kann nichts mehr verschieben, ich kann nichts mehr versehentlich da drüber schieben, das geht gar nicht mehr hier rein, das geht nicht, ich kann machen, was ich will. Das ist für mich eine wichtige Funktion, die man kennen muss, weil man verschiebt doch ganz hin und wieder mal versehentlich Fenster. Passiert mir häufig, dass ich hier im Stress hier irgendwas machen will und dann verschiebe ich versehentlich die Übersicht. Das geht jetzt nicht mehr. Ja? Ich kann nicht mehr versehentlich irgendwas verschieben.
Was ich immer verschieben kann, sind Module. Die Module werden damit nicht gesichert. Das heißt, ich kann hier weiterhin mit langem Klick und dann ziehen die Module an die Stellen hinpacken, wo ich sie hinhaben möchte. Soweit dieses. Lock Windows, wenn pinned. Wunderbar. Letzte Kleinigkeit: Audio Settings. Und jetzt wird es ein bisschen kurios. Im Standard habt ihr einfach hier gemütlich Eve eingestellt. Ihr habt die Eve-Musik. Ihr habt das grobe Zeug. Wenn ihr ach so, ich habe es. Egal. Wenn ihr die Advanced Audio Settings nehmt, ja, das ist die Möglichkeit, verschiedenste Einstellungen zu ändern, beziehungsweise zum Beispiel die Warning Sounds hochzudrehen. Das heißt, euer Gepiepe, euer Alarm kommt höher. Die Turret-Geräusche, Turmgeräusche runter und so weiter und so fort. Die Jump Activation ist das Geräusch, was jemand macht, wenn er durch ein Stargate springt oder ein Wurmloch. Für PvPler eine interessante Information: Springt gerade jemand in mich rein? Ja, die würde ich persönlich hochdrehen. Wichtig ist dabei aber die Jump Activation, und das ist nicht klar in Eve, ist Teil der World Level, des Umwelt. Das heißt, wenn ich den World Level unten habe, kann ich hier einstellen, was ich will, ist völlig egal. Ja, die meisten davon sind World Level Sounds. UI Sounds zum Beispiel, Warning Sounds. Wenn ich die Sounds meines Hubs runtergedreht habe, dann kann ich die Warning Sounds hochdrehen, wie ich will. Das ist immer nur das Verhältnis, dieses hier ist immer nur das Verhältnis der Sounds, die hier beinhaltet sind. Und was da wo reingehört, muss man leider wissen. Dass zum Beispiel Atmosphäre und Jump Activation beide im World Level sind. Ja, das heißt, das World Level muss eine gewisse Lautstärke haben. Und dann kann ich die Jump Activation zum Beispiel auf 90 drehen, dann donnert es mir richtig in die Ohren, wenn mir einer durch ein Wurmloch springt. Und die gegenteilige Version, inaktiv Client Muting. Gerade wenn ihr mit mehreren Accounts spielt, ist das wahnsinnig praktisch zu sagen, ich mache sowas hier aus. Station Interieur, die Geräusche in Station braucht ihr nicht auf dem Alt, wenn ihr nicht da seid. Aura, Micro Warp Drive, Jump Drive Active. Warping to Stargate, Autopilot Sounds, weg damit. Was ihr nie abstellt, bitte, sind Jumping Sounds. Ja, weil dann hört ihr nicht mehr, wenn ihr euren Alt benutzt, um ein Wurmloch abzudecken, dann würdet ihr nicht mehr reinspringen hören, sobald ihr raustappt. Ja, Wormholes und Stargates kann man ausmachen. Das sind nur die Geräusche, die die Teile machen. Der Jumping ist die wirkliche Sprungaktivierung, also das hier, Jump Activation. Auch die Warning Sounds würde ich immer anlassen. Ich schiebe einen Jensekern aus. Weil es hilft. Ja, und dann kann man das so ein bisschen einstellen hier. Und dann weiß man, okay, jetzt kann man rausstellen. Docking schaltet gerade auf. Explosionen, Warping, so Geschichten. Warping-Sound selber kann eigentlich weg beim Alt, weil es will ich ja nicht hören. Aber Jump Activation, Warning Sounds sind relativ wichtige Geschichten, dass ihr wisst, was mit eurem Alt passiert. Wenn ihr den Master ausmacht, zwischendrin mal, mache ich ganz gerne, wenn ich zum Beispiel Autopilot im Shuttle Travel im Highsec, mache den Master aus, lasse dieses Einstellungsfenster einfach komplett offen. Ja, dann weiß ich, okay, ich muss den Master wieder anmachen. Weil es gibt nichts Peinlicheres, wenn euer Alt beschossen wird und ihr merkt es nicht, weil der Master aus ist. Gut. Ganz viele Infos, ganz viel trockenes Zeug, aber muss man drüber gesprochen haben. Ich hoffe, ihr seht jetzt mehr im All. Das ist vielleicht das Wichtige daran. Ja, es geht um Übersicht, es geht darum, dass man weiß, was tut. Dass man weiß, was man woher kriegt und wie man sich Eve einstellt. Weil vieles in Eve kann man, viele Probleme kann man sich ersparen in diesem Spiel, wenn man eine Einstellung hat, die funktioniert. Ja, vor allem die Übersicht. Wenn eure Allianz eine eigene hat, nehmt vielleicht die, da könnt ihr die Leute helfen. Oder aber, wie gesagt, Barkor. Habe ich am Anfang geflogen, war super. Ich baue mittlerweile meine eigene. Aber das ist eher, weil ich das hier lieber so habe. Gut.